Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. So. Dann wollen wir mal in der Folge erstmal zwei Garagen kaufen. Oh, wir haben schon weit mehr über 2 Mille. Okay. Garagenmanager. Garagenhändler brauche ich doch eigentlich da. Ich wollte. Genau, die Garage wollte ich kaufen. Das habe ich mir letztens vorgenommen gehabt. Und dann wollte ich doch noch irgendwo. Boah, Alter, voll drüber Hals gerade. So. Na, ich glaube, wir kaufen jetzt die hier. So. Dann erstmal aufrüsten. Nein. Weg. Und die andere da. So. Ja, schöne LKWs. Sehr glasig. Ach, okay. Naja, nein, nein. So. Nee, da. Hatten wir uns ja letztens schon auf irgendwas geeinigt? Nee, ne? Peterbilt haben wir schon 60. Ah, nee, halt. 30 meine ich doch. Also 6 Sätze. 6 Garagen. Bei Canvas haben wir nur 5. Und International haben wir sogar nur 4. Okay. Aber da kaufen wir einmal Canvas und einmal International. Und zwar am besten wieder mit so einer schönen Lackierung. Gucken, was wir da schon haben. Zuerst kaufen wir uns mal Canvas, genau. Was haben wir denn bei Canvas? Da hatten wir... Achso, diese Lines, okay. Noch mehr Lines. Und die bunten. Und die guten. So. Das heißt, dann gucken wir uns mal nach einer neuen Lackierung um. So. Nehmen wir gleich den großen oder den hier. Ah, kostet halt gleich 50.000 mehr, ne? Ich meine, wir haben 180.000. Wir brauchen 10 LKWs. Reicht ja gar nicht mit über 2 Mille. Wow. Wir brauchen halt 10 LKWs.
Wir können uns aber nicht mal 10 von denen hier leisten. Und Mitarbeiter brauchen wir auch noch. Eieiei. Was ist denn da los? Ich glaube, du musst erstmal noch einen Kredit holen. Na nun, na. Wie konnte das denn passieren? Wir nehmen erstmal wieder alles hier. So. Online. Aber mit der Danny war aber auf jeden Fall den hier. Weil der ist dann gleich noch teurer. Gut, könnten wir uns jetzt tatsächlich auch 10 Stück leisten, aber der haben wir halt einen fetten Krieg am Hals. Weiß ich nicht, ob das so gewollt ist. Wir nehmen mal den. So, Lackierung. Wo ist der auch? Sneaker aus. Was gibt's denn so an schönen neutralen Dingern? Bäh. Power! Naja, Retro-Power, genau. Aber Retro steht nirgendwo. Schade. Naja, nee, hier unten kommt noch Rütze. Krütze. Ratifizierte Scheiße. Gut, nehmen wir mal die. Aber die haben wir doch. Moment, die Lackierung kommt mir sehr bekannt vor. Hatten wir die nicht schon mit der Lackierung? Nö. Haben wir noch nicht. Na gut, dann nehmen wir die. So, machen wir wieder ein bisschen Farbvariation, ja, ne? Würde ich schon sagen. Das heißt, die Grundfarbe nehmen wir richtig schwarz. Das sehen wir auch richtig schwarz. Schwarz. Aber bei nee, die können wir wieder ein bisschen mit variieren. So, hier haben wir ach so, ich dachte, man kann auch die Strichfarbe hier ändern. Ja gut. Ich meine, kann man auch machen. Hat man halt eine wechselnde Hintergrundfarbe und die Striche sind immer gleich. Aber sieht ja auch dumm aus. Nee. Ich wollte schon wieder ein bisschen mit Farbspielchen machen. Nee. Wobei, erstmal probieren. Ja. Das ist schon ein bisschen sehr extrem. Vor allem hier sind es gleich. Aber die Schrauben, die haben. Was ist denn schon wieder für Müll? Okay, das ist nur so ein Glanz. Naja. Lol. Sieht aus wie so Menschbox. LKW, Gedingsgedöns. Ja gut, hier könnte man schon ein bisschen Variation reinbringen, ne? Wenn man sagt, zum Beispiel, wir nehmen komplett rote Flammen, dann wäre das ja, das ja, muss ich überlegen, das ist dann 0. Das ist dann 0. Das ist dann 0. Wir spielen das mal kurz durch. Bestätigen. Kaufen. Kommt noch da. Dann brauchen wir 120. Ach, leg mich doch am Arsch. 120. Ja, grün sieht geil aus. Wetten, grün und blau sehen wieder richtig krass aus. Kaufen. Habe ich gerade grün und blau gesagt?
Ja, also für den Fall nicht. Ich meine grün und blau. So, das wären 240. Gott damit. So, gelb ist dann, müsste 60 sein, ne? Ja, doch, gelb geht auch. Rot sieht fast am langweiligsten aus. Wobei er eigentlich fast sagen könnte, ne, Feuer ist eigentlich rot, also müsste das eigentlich ganz geil aussehen. So, die fünfte Farbe nehmen wir rosa. Rosa ist immer gut. Das wäre eine 300. Come on. Ich meine, es ist schon sehr abgespaced, ja. Ich meine, wir könnten natürlich auch sowas machen wie Cyan. Das wird wahrscheinlich eher passen. Ja, das wiederum sieht sehr geil aus. Was ja auch ein bisschen logisch ist, weil grün und blau sieht geil aus. Und Cyan ist ja genau die Mischfarbe davon so. Aber ich würde mal gerne gucken, was passiert, wenn wir dem einfach den Farbwert auf 0 setzen. Gut, 0 wäre eigentlich unten, so, egal. Und dann die Sättigung komplett rausnehmen. Also grau machen. Egal. Ja, nee, das sieht ja. Nee. Ich glaube, da wollen wir doch mit dem. Wer ist es? Cyan. Das sind dann 180. Gott, was ist denn los, Mann? Ah, komm, die nächste Erklärung, die wir nutzen, sind die hier. Ja, vielleicht hat er wieder gemacht. Ach, scheiße, die waren dann. Bestätigen. Kaufen. Nice. So. Dann brauchen wir schon mal 5 Mitarbeiter. Arbeitsagentur. Eigentlich muss ich jetzt wieder durchgehen, wie viele Frauen, wie viele Männer. Ach, so fang. Warum sieht der Typ aus wie Elon Musk? Ist das sein Bruder? Der ist doch locker der Bruder von Elon Musk. Kannst du mir noch nicht erzählen, kannst du doch. So, wir nehmen mal dich. Gut, erstmal guck mal nach Frauenquote. Was haben wir denn hier für weibliches Material? Na, ich sage schon mal 2. Das war's. Digga, was ist los mit diesen SES-Software? Ich glaube, die mögen keine Frauen. In Führungspositionen. Ja. Oh, und ihr beide sogar schon Fernfahrer. Let's go. Da bekommst du den roten. Oh, der hat richtig Fernfahrer hier. Let's go. Du bekommst den gelben. Und dort ist auch Fernfahrer. Du bekommst, ja, weiß nicht, den Cyanfarbenen. Das ist doch ganz schnieke. So, Elon Musk bekommt den grünen. Warum nehme ich jetzt den jetzt eigentlich? Nehmen wir, nee, lass mal kacken hier. Der Dude bekommt den grünen. Und der Dude hat auch Fernfahrer. Oh, sieht schon mal so schlecht aus. Sonst haben wir hier. Ja, der hat Fernfahrer und Fragil. Schade, ich hatte gehofft, dass irgendwie einer Fernfahrer und dann Fragil und die beiden. Also das und das. Wenn du verstehst, was ich meine. Aber nee. Der wird wohl nicht. Und nehmen wir den hier.
Du kriegst den blauen. Bam. So, geil. Easy, let's go. So, jetzt brauchen wir nochmal International Trucks. LKW-Händler. International. Ach, ist direkt bei uns. Online kaufen. Achso, wir gucken, was haben wir da überhaupt? LKW-Manager. International. Da haben wir die Wunden. Eine schöne Lackierung. Oh, auch so eine Retro-Lackierung. Und nochmal bunte. Okay. LKW International. So, mal schauen hier. 230. Ah. Alter, ist das teuer. Warum sind die so teuer? Alles noch ein Heimel. So. Was gibt es für Lackierungen? Ich fahre mal wieder ganz oben an. Guck mal, hier gibt es auch die Dinger. Die haben wir bei dem ja noch gar nicht, ne? Können wir uns ja den holen. Weiß auch für Fleckchen. Ja. Sieht aber dadurch, dass er so ein rundes Gehäuse hat, ich weiß nicht, das passt irgendwie nicht. Ah, hier ist auch das Ding. Guck mal, das könnte man sogar auch verändern. Könnte man sagen, okay, ich will einen grünen Mond haben. Bam. Könnte man also auch machen. Haben wir nur nicht gemacht. Orange, ein bisschen abgespaced hier. Easy, let's go. Also auch da hätte man sogar ein bisschen Variation. Wobei, mit diesem Retro gehört halt dieses Rosa, das gehört dazu wie Faust aufs Auge. Ist zwar möglich, aber macht wenig Sinn. Oh, das ist auch eine schöne Lackierung. Ist mir aber wieder zu eye-catchy. Mag ich nicht. Ja, gehen wir doch einfach mal mit dem hier. Let's go. Warum? Da. Warum? Nein. Da. Nein. Hey, wo ist denn Las Vegas? Wir haben das für Las Vegas verloren. Habe ich gerade Las Vegas verkauft? Hä? Bin ich dumm? Wo ist denn Las Vegas? Achso, haben wir doch ausgewählt. Nevermind. Nee, das war gerade. Egal, nevermind. Hab ich mich gerade schon wieder selbst wutschig gemacht hier. Bam. So, boah, Alter, wir haben gerade noch Fans. Alter. Gott, wie viel Geld brauchen wir? Da brauchen wir für zwei Garagen 3 Millionen immer. Wow. Das ist schon heftig. Arbeitsagentur. So, jetzt haben wir nur noch Schrott hier. Das ist gar nicht gut. Es wird doch nicht besser. Ne. Überhaupt nicht. Dann nehmen wir einfach mal alles, was Fernfahrer hat. Vor allem überhaupt keine Frau mehr dabei. Ja, danke dafür. Dass mich immer zuerst Leute schickt, ey. Was ist mit dem los? Oh, hochfertig. Außerdem gefällt mir seine Mütze. Er erinnert mich irgendwie an den Typen, der hier immer diese Mediamarkt-Werbung macht? Ich glaube ja.
So, mehr gibt's. Ja, immer noch fällt schon mit Fernfahrer, aber wir haben genug Fahrer. Von daher easy, let's go. Okay. Dann haben wir jetzt nur noch 240.000 übrig. Wow. Das ist ja heftig. Oder auch nicht. So. Okay. Wir haben 86 LKWs, 86 Fahrer. Woher weiß denn das Spiel, dass mein Rechner auf x86 basiert? Das ist wieder das meine, ja. Wenn dir. Ja, egal. Wie das Ladesystem, I don't know. Ist da gerade noch was aufgeblitzt für uns? Ah ja, doch, die Tankstelle. Das Dach. Ist gerade aufgeblitzt. Lol. Genau, wir haben noch ein bisschen Strecke vor uns. Let's do this. Getankt haben wir. Von daher. Ja, gut, Folge fast. Na egal, komm. Ein Stern! Thank you.
Ah, ich darf sogar nur 30 fahren? Lol. Na gut. Dann würde ich sagen, machen wir nächste Woche gleich. Film, Ende, Pause, geht gesund. Und dann, sehen wir uns in der nächsten Folge dann wieder. Bis dann.